Okay, Windläufer der Sturmjäger, beginnen. Gucken, wie es wird. Bringen wir das Ding bis 5 Uhr früh rein, ja? Gut, wir sind bereit. Legen wir los. Die restliche Sturmjägerausrüstung wird gerade verladen. Die Daten, die ich gezogen habe, waren sie aufschlussreich? Caesars UFO? Ich hatte recht. Das ist einer der Prototypkerne, aber er ist beweglich. Er stört die in der Umgebung befindliche Lufttemperatur und dadurch erzeugt die Maschine einen künstlichen Aufwind und Sekunden später rollt ein Tornado durch Solis. Espinosa testet seine Wetterwaffe an seinem eigenen Volk. Und erzählt uns, Iapa wäre unsere Rettung. Aber von hier können wir den Tornadokern nicht steuern, außer... Du schaffst es, das hier in seine Flugsteuerung zu stecken. Dann kann ich das System übernehmen und ihn vom Iapa-Netzwerk trennen. Dafür musst du aber dicht ran. Warst du schon so nah an einem Tornado? Oder in einem drin? Wo ist Caesar? Er hätte längst hier sein sollen. Ach, ich bin mir nicht sicher, ob er schon bereit für das alles ist. Wollen wir wetten? Hast du bekommen, was ich wollte? Klar doch, hier. Ultraschall-Windmesser? Ja. Bildkonsole? Caesar, CB-Antenne. Alles, was du haben wolltest, steht bereit. Ich fliege. Da fühle ich mich gleich viel sicherer. Ich fliege den Helikopter nach Prisa Auto. Auf geht's. Klingt sehr sicher für mich. Okay, aber du bist noch nie mit ihm geflogen. Bauen wir einen Sturmjäger. Bauen wir einen Sturmjäger, wie bei Star Wars. Okay. Du bist so ein Ding schon mal geflogen, oder? Ich habe nur einen Moment gebraucht, um mich an den Pendeleffekt zu gewöhnen. Und los! Ah. Jungs, die schwarze Hand hat Straßensperren errichtet. Seid vorsichtig. Werden die auf uns schießen? Nein! Dafür werde ich schon sorgen. Die werden nicht auf uns schießen. Hast du jemals mechanisches Versagen gelesen? Willst du mir irgendwas sagen? Was? Nein, nein. Ist ein gutes Buch. Alles okay. Als ich für M-Savion geflogen bin, habe ich alle Flugzeuge vor dem Start überprüft. Okay, Caesar. Ich war ein erstklassiger Pilot, aber wenn man bei einem Routineflug ein außerirdisches Raumschiff sieht und das meldet, aber keiner einem glaubt und man danach Umwege fliegt, um Fotos zu machen, aber trotzdem alle sagen, man sei verrückt, dann... naja. Dann fliegt man raus? Ja, dann fliegt man raus. Aber wenn wir den Tornado erwischen und das Raumschiff, das da drin ist, und wir der ganzen Welt gezeigt haben, dass Espinosa ein Außerirdischer ist, ja, dann werden wir ja sehen, wer zuletzt lacht. Bitte. Was, wenn er kein Außerirdischer ist? Du wirst schon sehen. Rico, Caesar, wir haben vor euch Stellung mit Boden-Luft-Raketen entdeckt. Was? Bleib einfach etwas zurück, Caesar. Ich kümmere mich um die Raketen. Achso, ich muss mich jetzt, okay. Warte hier, Caesar. Da ist ein Job für mich. What the fuck? Wie viele Sniper sind denn hier? Boah, ist das hier mal Payday, Alter. What the...
Oh ja. Komm jetzt her. Du kommst da. So, jetzt wird aber, komm. Oh. Kann ich hier mal ausleihen? Danke. Ist der Weg frei? Eine Stellung noch. Ja. Der Weg ist frei, Cesar. Verstanden. Helikopter im Anflug. Begeben sich zum Einsatzgebiet. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Wachsam bleiben. Was? Ah, lol, die schießen auch. Ah, ja, oh nein. Ja, ich hab gedacht, oh, ich hab gedacht, es endet damit. Hallo. What the fuck? Entschuldigung. Ja. Cesar, hör zu. Flieg einfach weiter. Ich gebe dir Deckung. Du schaffst das. Einfach weiterfliegen. Klar. Okay. Ich schaffe das. Ich stehe hier ziemlich unter Beschuss. Hallo. Ja. Warum fliegst du nicht weiter? Du bist ein Idiot. Weißt du das? Wir sind einfach weiterfliegen, denn du schwer zu verstehen. Hallo. Bumm. Da. Fuck, ich bin durch den Escort bisschen echt nicht gut, ey. Ich bin Escort bisschen echt nicht gut. War's aber, ne? Ja, das war nicht. Ich hab bisher kein Heli, ich hätte mit dem Heli mal klappen können. Okay, wenn er jetzt ein bisschen was abbekommt, dann war's das. Ich weiß nicht, wo hier der nächste Kontrollpunkt ist. Du näherst dich weiteren Raketenstellungen, Cesar. Verstanden. Geh in den Schwebeflug und warte, bis die Luft rein ist. Okay, ich kümmere mich drum. Bad. Was? Ja, ist okay. Oh, Alter, ich hoffe, das kriege ich hin, Leute. Bin ja. Wow. Ah, fuck. Bist du jetzt? Bist du der Rumpel? Okay. Oh, da ist ja ein Panzer. Ja, die ist meine Lieber mit dazugelernt, Alter. Ja. Hallo? Hätte ja sterben, so, ne? Ist auch nicht verboten. Ah, oh, Alter, wie viel gibt's denn von dir? Obwohl, eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Wegen dem Ding. Könnte den zerstören, aber dann wurde der nächste. Nächste. Ja! Ist in Ordnung, hab ich gerade gesehen. Ah, oh, hallo. Bam! Ja, stütze mit Tegai, ne? Da hat jemand von der Seite mich doch jemand getroffen. Da hinten. Wo ist er? Da. Juhu! Ja, das ist immer früh überlegen sollen. Okay, nee, letztes Mal. Da ist es ja gut. Was? Was? Ah!
Nein, ich muss fliegen. Nein. Arschloch. Ja! Hilfe, was ist denn das? Alter, hier gibt es immer mehr. Also so habe ich es noch nicht gemeint mit, Okay, alles sauber, Cäsar. Ja, hier ist sauber. Jungs, vor euch sind einige unserer Raketenstellungen. Sie werden euch die schwarze Hand vom Hals... Dann Panzer! Oh nein! Herr Panzer! Nee! Hier war immer noch einer. Nee. Boah, flieg doch weiter, flieg doch weiter, flieg doch raus! Ah, du Dummkopf! Verpiss dich! Nein! Weg da, runter, runter, runter! Runter, runter! Ich will nicht noch ein Luftfahrzeug verlieren! Oh, warum fliegst du denn nicht weiter? Wieso bleibt denn auch jemand stehen, der beschossen wird? Oh, Alter! Ey, das wird doch nie was. An alle einhalten, Position halten. Das war nein, das war eine Stauntwerke, ich weiß mal. Blick voraus. Wir sollten jetzt erstmal Ruhe vor der schwarzen Hand haben. Dann ab nach Prisa Auto. Ah, hier ist das Ziel. Oh Gott, das war aber... Na. Das war gute Arbeit, Cäsar. Toll. Sehr schön. Oh ja. Diese Ausrüstung rein, damit du dich an die Arbeit machen kannst. Alles klar. Zum Glück musste ich die meiste. Zum Glück musste ich die meiste Arbeit machen. Ah ja, das war gute Arbeit, wirklich. Also. Ey, da ist irgendwas. Oh ne, da ist irgendwas. Geh in Position. Ja, bitte. Nicht, dass ich dich jetzt auch einmal abknallen. Oh Gott, ich höre das schon das. Oder? Oder war es das? Ja! Ja, wir haben es geschafft. Aufzug was? Oh, wir haben es geschafft. Oh, Alter. Mit der eingebauten Wetterverfolgungsausrüstung liegt das Gesamtgewicht bei 7500 Kilo. Hervorragend, windgeschützt. Aber jetzt fehlt im Innenraum noch die Alufolie. Ja, du da hinten. Wieso brauchen wir für den Sturmjäger denn Alufolie? Ja. Reptiloide benutzen für ihre Waffen bewiesenermaßen Gammastrahlen. Aber Alufolie nutzt nichts. Du benötigst mindestens 5 cm Blei bei Gammastrahlen. Oh. Okay. Zurück an die Arbeit, Leute. Sieht sehr gut aus. Kompositplatten. Ist das Panzerglas? Ich hielt das für angebracht, nachdem auf uns geschossen wurde. Wie viel PS? 625. Passiert das oft? Dass auf mich geschossen wird? Nicht wirklich. Ja, ständig. Am besten, du gewöhnst dich einfach daran. Und wie mache ich das? Keine Ahnung. Spiel öfter die Zielscheibe. Kein Kassettendeck? Dachte, das wäre nicht so wichtig. Du findest Musik also nicht so wichtig? Ich dachte mir, ein tornadosicherer Sturmjäger wäre wichtiger. Ja, und natürlich ist Musik auch wichtig, sicher. Gut. Sag Bescheid, wenn er fertig ist, hm? Okay, ich baue noch ein Kassettendeck ein und übe schon mal als Zielscheibe. Ja. Abgeschlossen. Windläufer der Sturmjäger. Agent der Schwarzen Hand wartet in deiner Umgebung darauf, abgeholt zu werden. Wie wär's, wenn du dir das Auto schnappst und ihn damit abholst? Oh, zum Glück. Solche Quests habe ich noch nie gemacht. Hm.
Lol, das ist die Region, die ich sowieso befreien wollte. Lol. Aber dann können wir aber auch erstmal das befreien. Dann hier rüber. Und dann das befreien. Dann können wir das machen. Boah, dann haben wir nämlich das alles. Damit die Dreier nehme ich schon. Ach, ganz ehrlich. Was machen? Ah, nee. Mich interessiert den ja. Abbruch will ich nicht mehr. Das soll eben anders für dich machen. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich hoffe, das ist jetzt schon gemacht. Aber schon, weiß ich nicht. Guck mal, was nimmt Flieges an? Hey, mach da keine Schatten dran! Naja. Na okay, man muss nehmen, was man hat, ne? Was man bekommt, das ist leider so. Wendaval-Übernahme. Dieser Mine ist in der Basis der Schwarzen Hand versteckt. Dringe in die Basis ein, hacke die Computer, um das Netzwerk zu übernehmen. Ah ja, das war das Bombending. Was wollte ich sowieso machen? Ach ja. Ja, dann haben wir ja bald. Gut. Erreiche Mine, wenn da war. Okay, ja, ja. Das mache ich. Gucken, was uns da erwartet. Aber diese Escort-Mission, das ist. Oh nee, das ist nicht meins. Das ist nicht meine Welt. Das habe ich immer auch gemerkt, ey. Das ist nicht meine Welt. Das ist. Ich bin ein schlechter Bodyguard in Videospielen. Es ist immer so gewesen. Ich bin ja echt in solchen Missionen, bin ich immer, weil ich immer nie so gut. Weil das nicht so mein Ding ist. Das hätte man, glaube ich, deutlich besser machen können. Oh ja, das ist besser. Das ist besser. Hallo, was ist das denn? Na, wie fährst du damit denn, Alter? Kannst du im Auto fahren? Das ist ein Cabrio? Nö, aber ist besser. Ich nehme doch das hier. Hallo. Hallo. Ich hab einen Enterhaken, mein Freund, bis jetzt. Ja. Jörg. Ja. Das ist ein gutes Auto. Gut, dann fahren wir jetzt dahin. Da haben wir nämlich die drei. Dann können wir nämlich dann nachher rüberfahren. Finde ich etwas witziger, als wenn wir jetzt das auslassen. Theoretisch oder ja, aber dann haben wir dann mal haben wir denn nicht alles von dem abge. Was sind das hinten? Das ach so, Moment mal, das ist nicht dieses Land hier, ne? Das ist grün, das ist ja was anderes. Ja, grün, das ist ja dieses hier, ne? Und wenn wir das haben. Dann haben wir sozusagen das abgeschlossen. Dann müssen wir das sowieso machen. Dann machen wir noch die beiden. Dann machen wir doch einfach das hier, dann das da oben. Und dann fahren wir von da aus hier rüber und dann können wir das ja. Dann kriegen wir es auch hin. Ist hier? Dann haben wir es nämlich komplett. Warum nicht? Dann lassen wir es gleich komplett machen. Dann haben wir das nämlich. Und dann können wir diese Mission machen und dann ist gut. Und dann müssen wir sowieso nach oben fahren. Tätig mal als nächstes geht es dann wieder auf dieses alte Gebiet zu. Haben wir da in den Ecken noch irgendwo was? Nee, ne? Nee. Dann haben wir alles. Lol. Also von dem Teil der Map wenigstens. Cool. Das ist wieder richtig fix hier. Mensch. Das Spiel irgendwie gedacht, dass das alles ein bisschen länger dauert. Weil die Map so groß ist. Aber ich kann es doch nicht sagen. Ja, voll geil, wie viel haben wir denn mittlerweile? Wie viele? Wir haben 17 entdeckt. 8 haben wir mit davon 38 haben wir 8 befreit. Ein bisschen haben wir entdeckt, okay.
Ja, ich weiß, ich fahre da immer noch ganz gerne richtig oldschool hin, aber das tue ich bei dem Spiel unfassbar gerne. Mach weiter so, Leute! Das ist einfach mein... Oh Gott! Hat mir auch nicht kaputt, Alter. Hilfe! Ja. Oh ne, ihr habt doch Panzer. Oh ne. Das Ding... Er ist übrigens ein geiler Geländewagen. Oh Gott. Hallo. Und da ist die Straße. Okay. Du bist bei Mina Vendaval. Auf den ersten Blick ist das nur eine Mine, aber tief unter der Anlage ist eine Einrichtung der Schwarzen Hand. Was ist das für eine Einrichtung? Die Hauptstadt wurde vor ein paar Jahren von einem Tornado getroffen, der große Schäden angerichtet hat. Danach hat Espinosa die Anlage gebaut, die Tornados mit Hilfe von Windkanonen vom Pass fernhält. Seitdem hat das kein Tornado auch nur in die Nähe der Stadt geschafft. Hier ist Mina Vendaval. Ich kann aber keine Soldaten der Schwarzen Hand sehen. Es ist ja auch eine geheime Einrichtung. Nimm dir diese Treibstofflager vor und sorge für etwas Chaos. Damit solltest du die Schwarze Hand aus ihrem Loch locken. Und dann gehe ich durch die offene Tür einfach rein. Wenn du drin bist, müssen wir die Konsole finden, über die Izzy die gesamte Anlage übernehmen kann. Gegner hat Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach dem Offen. Ach du, ich hab keine Waffen mehr. Ne? Lol. Also ich soll zerstören. Aber gut, das ist ja wohl nicht das Problem. Sachen kaputt machen kann ich gut. Sollten wir vielleicht auch erstmal diese Mission kurz erledigen. Der Rest erledige ich von selber, oder? Ja. Eins weniger. Aber die Tür ist immer noch zu. Versuch's nochmal mit einem anderen Depot. Ja. Ah, hier nochmal. Oh. Wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Oh ja, danke. Bestätigt. Der Feind bewegt sich. Eindringling auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Danke, ich nehme mal, ne? Alter, dass ich keine Waffen mehr habe, ist ja voll merkwürdig, ist ja noch nie passiert. Naja. Ich stelle mal was. Ach nee, das war keine gute Idee. Das wären zwei Depots. Läuft, du lebst. Immer noch nichts. Mach weiter, Rico. Wow, oh nein. Immer noch. Bis zum Ende, hä? Ist aber auch mal ganz cool gemacht, so eine Basis der Schwarzen Hand oder so. Irgendwie, die haben sie halt schon irgendwie lustige Sachen einfallen lassen, auch wenn es ist letztendlich immer das Gleiche. Das muss man sich alle auch nicht bewusst sein. Das ist mir auch klar. Das ist eher ein bisschen. Ich hab irgendwie überlegt, dass ich jetzt. Ah, ich hab's nicht gesehen. Ja. Wollen wir mal verbinden hier. Tschüssi.
Und bumm. Jemand zerstört die umliegenden Treibstoffdepots. Schickt eine Einheit los. Und wir haben einen Gewinner. Gute Arbeit, Rico. Die Tür der Einrichtung ist offen. Ab rein mit dir. Na gut, wenn du meinst. Und dann ist der Tornado schon wieder ein bisschen in der Nähe. Das Ding ist ja noch gar nicht. Oh, das Ding ist noch gar nicht kaputt hier. Das ist meine mal ein dritter Schrott. Kein Wunder, dass ich das will ich mir natürlich als. Ah, Alter. Das will ich mir natürlich als. Nee, eigentlich nicht. Würde mir als schwarze Anbindung auch nicht gefallen. Oh, das Ding ist Schrott, das Ding ist kaputt. Ja, Alter, man kann, also das ist halt schon geil gemacht, ne, mit diesen Interhaken. Diesen Mods, die man da anbringen kann. Und obwohl ich da ja nicht sehr weit entwickelt habe, die Mods sind die schon ziemlich krass. Die schon ziemlich cool gemacht. Schade. So. Ja, komm, mögt euch. Yeah, okay, man kann das so auch machen. Juhu. Na dann mal rein. Du musst zum Kontrollzentrum. Von dort aus solltest du Easy Zugriff auf den Transmitter geben können. Okay. Ach Mensch. Die Tür ist zu. Mach einfach weiter Druck. Irgendwann wird die schwarze Hand die Tür öffnen müssen. Oh. Er war mir wohl nicht als Sniper. Oh Gott, no, sorry. Ich wollte ihm Waffen wechseln. Oh Gott, yeah. Okay. Hallo. Aua. Wow. Oh Gott. Ich hätte ja auch geil von allen Seiten beschossen zu werden. Ja, die Waffe lieber mache ich jetzt dann nicht lieber die hier. Du hast mich gefunden, ne? Ich nehme doch lieber die hier, oder? Ich weiß nicht. Machen wir die andere. Oh Gott, was ist das denn für eine Knarre? Wett! Was zum Teufel? LOL! Ja! Was ist denn das? Ja, geh weg! LOL, was ist denn das im Kack? Da dieses blöde Licht und noch. Hä? Was ist denn für ein Schrott? Boah! Nerv nicht! What the fuck? Ja, wie bringt dich um? Ja, ist ja gut. Jo, ist okay. Du bringst mir da um, oder was? Hallo, ja. So, okay, tschüss. Was, ich kann mich nicht um? Ja! Ja, klar. Wie soll ich den umbringen? So ein unsterblicher Typ. Wow. Sag mal, so ein Unsterblichen oder was? Okay. Stirbst du auch mal oder muss ich da nochmal bemühen? Du machst den Scheiß. Wie bringe ich dich um? Hallo? Würde ich unfassbar gerne umbringen. Hallo?
Hallo, Alter, wie bring ich dich um? Was bist du? Was bist du für ein Kackding, Alter? Tschüss. Jetzt geh doch mal kaputt. Oh Gott, das ist nicht genug. Oh, Hilfe. Hallo, nicht festhaken. Oh Gott. Stirbst du noch? Ja. Ist nicht irgendwie übertrieben oder so? Habt ihr schon auf... Ja, mit der Energie. Ja, nee, ist da unter der Granaten. Ja, nee, ist da. Der ist überhaupt nicht übertrieben. Ich glaub nicht. Also, ich bin mal für übertriebene Gegner. Aber das ist nicht mal geil. Ich weiß gar nicht, wie man den umbringt. Das ist, Boss, ist das jetzt ein Boss-Gegner oder war das, das ist ein normaler? Normaler wäre nicht. Ja. Danach. Ja, dort. Was ist denn das? Was ist denn das, eine Knarre? Geh mal her. Alter. Cool, läuft. Tolle Waffe. Tolle Waffe. Tolle Waffe. Also eigentlich ist sie geil, sie schon, aber... Oh Gott, ist sie aber viel zu heftig. Wenn sie gegen mich verwendet wird. Alter. Ist jetzt nicht neu, sind das jetzt neue oder was? Ach du Elend. Eine Art Forschungsbereich. Das Kontrollzentrum sollte gleich nebenan sein. Das ist auch. Ja. Kontrollzentrum. Okay. Finde die Konsole, dann kann sich Izzy durch den Haupttransmitter reinhacken. Oh, war ja nicht so schwer. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Ja. Dann bist du auch tot, oder? Alles Eindringling überlebt. Auf dem Gelände. An alle Einheiten. Nein, nein, endlich. Schön. Bitte. Gehört ganz dir, Izzy. Dankeschön. Spring in den Aufzug und fahr nach oben, Rico. Okay. Nicht autorisierter Zugriff vom Haupttransmitter. Trennt die Verbindung um jeden Preis. Sie wollen mich aufhalten. Niemand hält dich auf, Izzy. Nicht solange ich was dazu zu sagen habe. Ah, nee, ist klar. Ich habe ja schon ganz viel aufgehalten. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Wachsam bleiben. Hubschrauber der schwarzen Hand. Nee, oder? Oh, nee, schon wieder so. Oh Gott, ist das jetzt... Ich hätte nicht jedes Mal jetzt. Das ist jetzt so ein. Ja! Schießt ja gleich. Ja, ihr schießt gleich los, aber. Oh. Wenn ich gleich losballern. Hallo! Wäre ganz gut. Bring ihr mal auf mich. Oh Gott, die fliegen ja so hoch. Hab ein paar Truppen zu deiner Unterstützung losgeschickt, Rico. Oh ja, oh geil, danke. Oh cool. Bleib bei dir. Hallo, wo? Ich bin dein Ding dafür. Achso, du warst ein. Moin, ach ja. Wo sind die Helis? Zeit, was in die Luft zu gehen. Hallo! Wo sind die Heli doch, aber wo sind die? Da. Ja! Hallo! Herr Heli! Würden Sie doch mal? Herr Heli, hallo, ja! Du bist im 6000 Granaten. Läuft, das wird dann nie was. Ach so, oh, das ist so, geht das wieder. Oh, das ist doch. Oh Gott, na gut, das könnte ich aber noch schaffen, weil das relativ hoch ist. Tschüss. Etwa die Hälfte ist geschafft. Jedenfalls. Fallschirmjäger sind auf dem Weg zu dir, Rico. Fallschirmjäger? Wo denn? Ich bin von meiner Aufgabe ab. Der Transmitter ist stark beschädigt. Das verlangsamt meine Arbeit.
Für dich strenge ich mich gerne noch etwas mehr an, Izzy. Ja! Das sind alle falschen Mega. Das nenne ich mal Feuerkraft. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Oh Gott, ich glaube, ich hab... Oh, jetzt tritt er nicht drüber ab, Alter. Tritt er nicht drauf. Hallo. Ist gut. Danke, haben wir. Hab genug gesehen. Tschüss. Yes. Die gesamte Anlage steht unter meiner Kontrolle. Ich kann sogar die Bergbaugeräte steuern. Jubi. Izzy, du bist die Beste. Das weiß ich doch. Wir hören uns, Baby. Kriegsschiff meldet Einsatzbereitschaft. Wir nähern uns dem Kontaktpunkt. Ja, das ja. Zentrale, wir haben das Ziel verloren. Das ja. Verloren, bitte Befehle. Ja, Befehle. Na gut, wir können theoretisch haben wir. Könnten wir. Alles befreien. Aber wir müssen jetzt erstmal weiter. Gut, es ging aber eigentlich. Was ist denn das nächste? Was ist denn das hier vom Gebäude? Einbruch bei Ballistika. Die Waffenfabrik wird von Kanonen geschützt. Aktiviere sie und hilf der Armee, die Waffen zu extrahieren. Waffen extrahieren. Kann den Gegner nicht sehen. Starte Suche. Könnt ihr mich nicht sehen oder wollt ihr mich nicht sehen? Freut nur mein Auto. Ey, muss ja immer wieder zur Straße kommen, ne? Ja, da wird das ein bisschen Straße. Aber jetzt noch ein paar Fahrzeuge. Ah ne, hinten ist Straße. Ah, da, oh ja, hier wegen Straße. Hier ist Straße. Hey, komm bitte runter da! Du hast doch nichts dagegen, oder? Wupp, schön, man geht zu Fuß. So, dann lass uns doch mal zur nächsten Ding gehen. Ja, kennt natürlich jeder im Straßenverkehr. Einfach mal die Autos spawnen. Kenne ich auch. Dumm für alles, Alter. Entschuldigung, aber das stimmt. Na, ich doch. Naja, ich darf ja keine verwenden, stimmt, ich erinnere mich. Es ist alle dürfen nur Granaten werfen, nur ich nicht. Das ist nur so. Ah, so. Ah, okay. Weiß nicht, woran ich gestorben bin, aber gut. Ich wollte auch nicht und. Oh, ich wollte es nur kurz zerstören. Leichte Schwierigkeiten. Kein Kontakt. Erwähnt
Ja, Feindkontakte, Feindkontakte, gibt da Feindkontakte. Da habe ich mein Auto, danke. Er war schon mit meinem richtig Freund, ich habe mein Auto getankt. Ja. In Ordnung, danke. Kannst du schießen, wenn du schießen kannst. Ist nicht schlimm, ich hau ihn sowieso ab. Jupp. So, und das noch mal einer in einer von euren Dingern. Mal gucken. Ziel nicht mehr. Leite Suche ein. Verstärkungen. Sichtkontakt zum Ziel verloren. Sichtkontakt zum Ziel verloren. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Ziel ist auf der Flucht. Weil nicht, hier ist ja keins mehr, ne? In Vivenes. Ne, da ist ein Vika-Kunst mehr.